Ob StudentInnen, RentnerInnen oder Personen, die sich zu ihrem Hauptjob noch etwas dazu verdienen wollen. Minijobs auf 520-Euro-Basis sind für viele Personen interessant. Es gibt verschiedene Tätigkeiten, die man im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung ausüben kann. Voraussetzung ist jedoch, dass man nicht mehr als 520 Euro monatlich verdient. Der große Vorteil an Minijobs? Du musst weder Lohnsteuer noch Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Außerdem kannst du dich von der Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Doch welche Jobs eignen sich als geringfügige Beschäftigung im Homeoffice? Eine Möglichkeit wäre, als Texterin oder Online-Redakteurin zu arbeiten. Hier solltest du vor allem für eine stabile Internetverbindung sorgen. Als Texterin oder Online-Redakteurin verfasst du Texte und Artikel, die vorab in Auftrag gegeben wurden. Je nachdem kannst du freiberuflich oder angestellt arbeiten. Wenn du kreativ bist, analytische Fähigkeiten sowie eine gute Rechtschreibung hast und noch dazu über SEO-Kenntnisse und Kenntnisse im Bereich Marketing verfügst, sind deine Voraussetzungen optimal.